Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir von Yggdrasil volle Breitseite aufs Maul bekommen und deswegen werden wir heute in dieser Folge so viel trainieren wie möglich und dann nochmal mit einem besseren Team reingehen und dann gucken wir mal, ob es das bringt, aber ich glaube ja eher nicht, aber man weiß ja nie. Deshalb bin ich so, wie nennt man das? Pessimistisch. Wir werden das schon schaffen, natürlich. So, wir machen jetzt einfach alles platt, wenn es voll quer kommt. Mit unseren neuen Klamotten. Sehr schön. Ganzen und eine Fähigkeit direkt erhalten. Ich darf da einmal wieder an, direkt schon eine Fähigkeit erhalten. Ich glaube, kommt schon irgendwas. Verdammt! Sag mal, eine Attacke oder ein oder lernt er wieder direkt was. Krise. Du hast jetzt einfach wie blöd irgendwas ein. Ah, sieht mal hübsch aus. Jetzt haben wir die Mädels aber gar nicht gesehen. Keine Ahnung, 15 Minuten. Tun wir mal die trainieren, dann 15 Minuten irgendwie die Mädels. Können wir so machen. Falls ich den Weg hier nicht, falls ich mich nicht verirre. So, einfach so viele Kämpfe wie möglich. Im Gegensatz zu sonst tun wir mal nicht den Gegnern ausweichen, sondern einfach überall reingehen, wo wir was finden. So, blöde bei den Titeln ist jetzt aber bei den Kostümen, dass ich ja die Titel ja auch mit ändern und das heißt, wir bekommen beim Level Up jetzt nicht mehr irgendwelche Dingens. Staatsboni per Level Up. Das ist noch ein bisschen blöd. Aber naja. Muss man halt. Weiß ich nicht. Ich glaube, die paar Bands jetzt auch nicht so bringen ja den Unterschied. So, ich brauche wieder Orangen. Wir bauen irgendwie Ort, wo wir uns heilen können oder so, ganz ehrlich. Soll ich so fassen, ne? Wir schicken uns hier rein, wir haben keine Option, uns irgendwo zu heilen, oder? War das so? Bin ich ein bisschen blöd. Jemand geht uns so die TP aus, hallo? Also, je länger wir ja auch irgendwie trainieren, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass wir irgendwann verrecken. Und das finde ich jetzt nicht so gut. Und wir bekommen auch voll wenig Erfahrungspunkte. Egal. Einfach random hier durch. Einfach alles kaputt hauen hier. Einmal, das sah aus wie dieser Angriff von Ticken hier. Was Rieke hier gemacht hat. Die Drehung hier von Jin Kazama. Die eine Drehung, dieser Drehungskick hier, den ich immer gespammt habe früher. In Tekken 3, ja, ich war nicht gut, deswegen sei ruhig. Ja, ich meine dich. So, zwei Level Ups haben wir schon mal, sehr gut. Wir zählen die jetzt. Nein. Er ist schon Level 60, das ist gut. Nur mal so aus Interesse. Twin Tiger Blade. Vielleicht musst du Tiger Blade irgendwie verdammt oft einsetzen. Demonic Circle. Ja, lass mal mit dem Spam erstmal. So, was? Lass mal mit dem Spam. Volle Möhre einfach rausgehen. Außer vielleicht Genis. Ich meine, da ist es ja sowieso egal, was für ein Zauber er nimmt. Da kann er ruhig die, die er noch nicht 50 Mal eingesetzt hat, benutzen. So, und ich, was mache ich jetzt? Demon Spear, set the Lightning Blade. So, du kannst jetzt, weiß ich nicht, du hast jetzt keine Dingens mehr. Du hast jetzt nur Zauber, du ein paar Mal einsetzen kannst. Bei mir ist ja auch wieder egal. Ja, heilen brauchst du nicht. Das heißt, weiß ich nicht. Regal, wo ist der eine Angriff, den du noch nicht so oft eingesetzt hast? Dragon Dance. Nee, Crescent Dark Moon.
Warum wechselt er ja nicht auf Dingens, wenn ich ihn anvisiere? Crescent Dark Move. Ja, die sagen das, meine ich. So ein bisschen, wie sieht das aus? Ikso! Bams! Wind und Erde. Feind. Und es hat nichts gemacht. Er muss den Feenring ausrüsten, sich. Gerade. Irgendwann gehen uns auch die Orangen-Gummis aus. Das ist auch ein Problem. Ich gerade gemerkt. Und so ist es im Eimer. So irgendwie eine Mietklinge. Ja, also nicht. Laserschwert, stimmt, das heißt genauso. Weiß ich nicht. Dort und weiß ich nicht. War zu viel von den Dingern. Ja, mir egal. So, jetzt musst du die Dinge abgeben, natürlich. Hier. Sind Dark Moon. So oft hat er das schon eingesetzt. So. Er ist ausgestellt. Ja, ne. Eruption. Mein Magier ist halt egal. Er kann ja sowieso einsetzen, was wollen. Ist jetzt irgendwie doch, du hast Demon Spear, was noch. Dann kannst. Boah, ich habe keine Ahnung. Mach mal einfach. Hab's auch trainieren. Ja, gut so. Da ja, bist aber hier. Vielleicht lernst du ja irgendwas. So. Lern was. Ich, keine Ahnung. Wird schon irgendwas bringen. Ich möchte jetzt einfach so viele Level wie möglich haben. Deswegen. Jetzt vollkommen egal. Lass mal erstmal das geübte Lernen. Vielleicht lernen sie jetzt auch schneller was. Oder auch nicht. Einfach nur leveln, ne? So, jetzt keine Menü bearbeiten, jetzt einfach leveln. Wie ein Blöder. Aber dann nehme ich irgendwie, keine Ahnung. Dich hier. So, jetzt haut einfach alles kaputt. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, ich weiß es. Fähigkeit ein, direkt eine Fähigkeit ein. Ich krieg die Krise. Wenn wir schon dabei sind. Ma! Sieht der Angriff überhaupt aus? Los, komm, Feig. Weil es ist sehr spannend. In den nächsten 20 Minuten passiert auch nichts anderes mehr. Aber egal, darauf steht ihr, ich weiß es. Ihr müsst es. Aus Langeweile guckt man schließlich viele verschiedene Sachen, auch meine Videos. Eruption, Bams. Farek. Ich glaube, das ist wirklich ein Rundumangriff. Ja, keine Ahnung, da lang. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wir kriegen nur 2-3 Level-Ups. Das ist zu wenig. Zu wenig. Aua. Spruch gelernt. Mein Gott, jetzt lernen wir natürlich wie blöd irgendwas. Muss die Mädels gleich auch mal eintauschen.
Spike. Spinne. Die Lösung ist immer noch fern. Ja, von Yggdrasil. Der wird bald erlöst. Dafür, dass er uns volle Breitsorte aufs Maul gegeben hat. Ich laufe immer an den gleichen Orten vorbei. Wie geht denn das eigentlich? Ich kann doch nicht so oft an den gleichen Ort vorbeilaufen. Du komm her! LTP. So. Ja, einfach schnell kaputt hauen. Wollte ich die Geschwindigkeit irgendwie bei euch töten? Ja, sehr gut. Ja, ich als nächstes angegriffen. Sehr schön. Ja, wir machen die Gegner so schnell kalt, ne? Aber es reicht nicht. Level up, sehr gut. Ich kann ja mal zusammenfassen, was die ganzen Klamotten überhaupt sind hier. Also, Lloyd und Genis tragen Klamotten aus Tales of the Abyss. Lloyd hat die Klamotten von Guy und Genis die von Luke. Und dann haben wir einmal Regal, der trägt die Klamotten von Malik aus Tales of Graces F. Und Zellus die Klamotten von Elvin aus Tales of Xillia. Zum ersten Teil. Ja, die Mädels folgen. Da ist noch mal ein neuer Ort, oder? Komm schon. Na. Nee. Ich hoffe, wie geht. Mir kommt der Ort viel größer vor. Ich verstehe nicht, warum ich die ganze Zeit an den gleichen Orten wieder hinkomme. Au. Ja gut, danke. Wanderbleido, mutig. Es wird einfach nie irgendwas. Aber der Angriff bringt es auf jeden Fall. Ja, kann man auch ein paar Gegenstände hier farmen. So, ich soll aber nachdenken. Mithril und so was alles. Ne, zwei Kisten, ne, ja. Habe ich das geschafft, hier zurück zu gelangen? Oh Mann. Verdammt, halt auf damit. Mein Gott, wie viel TP verbraucht Demonic Circle? Heute hat es geschneit, mal sehr schön. Wir haben den 27. Dezember und ja, jetzt fängt es erst an zu schneien. Warum? So, ich würde mal sagen, wir wechseln jetzt mal zu den Mädels. Die haben sich auch extra hübsch eingekleidet, also jetzt mal hier auch mal zeigen. Jo. So. Es hat erstmal auch hier seit langem die Mädelsgruppe jetzt nicht so. Oh, dies. Mein Passier. Hat die Mädelsgruppe nicht so, weiß ich nicht, Stereotype ist, sag ich mal, also meistens nur aus Magiern und so schwächlicheren Klassen besteht. Ich meine, wenn man sich schon mal Perseal hier ansieht, ne, das ist schon übel. So, nicht, nein, nicht mal neu. So, viele Klamotten aus Tales of Vesperia sehe ich hier. Kletter die Klamotten von Rita aus Tales of Vesperia und Sheena die von Judith aus Tales of Vesperia. Sieht irgendwie fast genauso aus wie die. Blutrote Rose halten. Okay. Wodurch? Status mein. Nee, kochen. Hm? Status meine ich. Nee. Doch, sie blüht wunderschön, da sie den Tod so nah ist, aber sie hat trotzdem Dornen. Okay. Jetzt kam ich gar nicht so schnell hinterher, die ganzen Klamotten zu sagen. Und ja, ich kenne auch den Tales of Vesperia Charakter, obwohl ich kein einziges Mal Tales of Vesperia gezockt habe.
Was ich aber gerne würde, aber das ist das erste Tales of Spiel ist, was mir begegnet ist. Bin ich ein bisschen blöde. Da mach mal hier irgendwie, weiß nicht, anderen Angriff, der ist irgendwie so nicht so gut handzuhaben. So. Passiert natürlich die Klamotten von Elise aus der Zelle 1 und Rainer die Klamotten von Pascal aus Tales of Grace F. Also viele meiner Lieblingscharaktere jetzt vorhanden. Was wollte ich sagen? Ach ja, Tales of Vesperia, das erste Spiel, was mir begegnet ist von der Tales of Serie. Und ja, finde ich schade. Ich würde das gerne spielen, ganz ehrlich. Aber ich habe keine Xbox 360 und importieren möchte ich mir auch nicht. Weil ich möchte schon die Story und so verstehen. Das Spiel würde ich wahrscheinlich so oder so irgendwie kommen, aber trotzdem. Also auf Japanisch, das ist auch ein bisschen blöd. Aber naja. Vielleicht geht es ja noch irgendwann so als Download oder Remake oder was weiß ich. Ne, Remakes wahrscheinlich, aber man kann ja noch hoffen. Ich habe ganz viel kein Xbox 360 nur für das Spiel. Weil wäre auch der einzige Grund, eine Xbox 360 zu holen. Für mich. Ja, ich kaufe Konsolen wegen den Spielen und nicht, weil ich denke irgendwie, dass die oder die Konsole irgendwie eine bessere Grafik hat oder weil der Controller nicht so gut in der Hand liegt. Oh mein Gott. Der Controller, der sitzt nicht, der liegt nicht, der ist zu schwer, der ist zu leicht. Was ist das für ein beschissener Grund? Ah. Wenn ich das schon höre. Als ich zum ersten Mal einen Xbox-Controller in der Hand hatte, war der mir zu schwer. Das ist jetzt nicht gerade, was jetzt hier ein schlagfertiges Argument ist, dass Xbox 360 hier einen besseren Controller. Das ist auch vollkommener Schwachsinn, ey. Ja klar, der besser in der Hand liegt, wenn du irgendwie eine Xbox oder so aufgewachsen bist. Aber wenn du wie ich für eine PlayStation aufgewachsen bist, dann kommt dir der auch komisch in der Hand vor. Ich meine, ist doch so. Wenn ich dann schon immer so was höre, boah, hast du die Grafik von dem letzten Spiel gesehen? Ja, die Grafik interessiert mich in Scheiß. Bin ja voll am Rage und das macht mich voll wütend. Irgendwas muss ich doch hier sagen. So, ich habe gesehen, Colette will irgendwas zaubern, also lasse. Holy schon. Okay. Ich meine, was kann man wohl besser in eine Trainingssession reinführen als ein Flame Wars? Und das ist auch manchmal auch funktioniert, ey. Lässt irgendwie einen so einen Kommentar ab, ey. Wow, die Xbox hat bessere Grafik, ey. Ist mir doch scheißegal. Ich zocke hier ein Spiel, das ist vom Jahre wie viel? 2002 irgendwie sowas? Nee, so alt auch nicht, oder? Aber auch schon alt. Warte mal. So hier irgendwo stehen. Ich würde einfach nur blind X drücken. Ich gucke jetzt hier die Verpackung an von dem Ding. Und stehen nur 2013, also HD Remake. Ich will die ganze Zeit nur blind X drücken. Tut mir leid, ich will mir das jetzt hier rausfinden. Bündelversion, nicht zum Einzelverkauf. Also ja. Weil der Collector's Edition ist, nehme ich an. Keine Ahnung, von dem Originalspiel steht ja da nicht auf. Aber ich nehme an, es ist so um, weiß ich nicht, 2003, 4, irgendwie so was, wird bestimmt schon so hinkommen. Also Nintendo GameCube, PS2 und so. Irgendwo so in dem Schnitt. Ich glaube, so 2006 kamen so die letzten würde ich jetzt Kingdom Hearts sagen. Okay, weil ich das letztes gezockt habe, deswegen wahrscheinlich. Aber weiß ich nicht. 2006 waren so die letzten PS2-Spiele irgendwie so rausgekommen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe, wenn es um sowas geht, nicht so ein gutes Gedächtnis. Aber naja. Wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Achso, ja. Grafik machen, nicht ein Spiel. Findet euch damit ab. Ein Spiel kann noch so eine geile Grafik haben. Aber trotzdem immer noch inhaltlich spielmechanisch voll scheiße sein. Bams. Bestes Beispiel ist hier ein Spiel, das ich nicht erwähnen möchte. Oh, sehr gut. Proton Blast. Aber es ist auch ein japanisches Rollenspiel. Und es ist auch eine sehr lange japanische
Rollenspielserie, eine sehr erfolgreiche, auch wo die letzten Teile jetzt nicht mehr so überzeugt haben, wie sie sollten. Und deswegen bin ich irgendwie mehr auf die Tales of Serie so umgestiegen. Mit dieser Serie, dessen Name nicht genannt werden soll, bin ich nämlich aufgewachsen. Und ja, dann kommen irgendwie hier so die Spiele hier vorbei. Und keine Ahnung, die tun mich irgendwie viel mehr so packen. Vor allem so inhaltlich und charaktermäßig oder also was. Ja. So, noch ein Thema. Habe ich gerade so schön reingeredet, jetzt muss ich irgendwie noch irgendwas sagen, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, was ich hier noch drehen soll. Ist jetzt nichts, was jetzt schon nicht irgendjemand anders wahrscheinlich schon zur Sprache gebracht hat. Na, sagen wir einfach, mich interessiert hat nicht so der ganze Konsolenkrieg, ey. Was ich aber wirklich am meisten hasse, sind irgendwie so Leute, die sagen irgendwie, dass der Computer die beste Konsole ist. Das finde ich schwachsinnig. Jetzt nicht, dass ich denke, was zum Teufel, das war ein Fehlhammer. Nicht, dass ich glaube, dass der PC, ja klar, ist der PC am leistungsstärksten. Den kannst du auch immer wieder umbauen. Also, was weiß ich. Aber der kostet ja auch was. Keine Ahnung, für so einen richtig modernen PC muss irgendwie dreimal mehr ausgeben als für eine Konsole. Ja, das bringt es irgendwie auch nicht. Ist theoretisch von den Werten her die beste Konsole, ja, meinetwegen. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie der PS3 hier, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, Jahre verteilt mehr 3DS-Spiele oder so. Oder Nintendo DS-Spiele allgemein geholt. Weil irgendwie die Spiele da viel besser waren. Und da ist mir doch egal, ob da die Grafik besser ist oder was weiß ich. Und jetzt reite ich noch ein bisschen auf Call of Duty rum. Davon habe ich nämlich noch keinen einzigen Teil gespielt, außer hier mal bei Kollegen und so. Ja, so Multiplayer-Zombie-Modus und so, da muss man mal gezockt haben, nehme ich mal jedenfalls. Das Neueste, was ich davon gesehen habe, das hat, habe ich auch schon sehr merkwürdige Szenen gesehen irgendwie. Ich habe irgendwie so eine Szene gesehen, wo so typisch Call of Duty, so Cutscene, man springt hier von so einem Truck und all sowas. Und ja, Proton Blast schon wieder. Proton und Ring Cycling, okay. Und ja, da muss man natürlich wieder drücken, so X oder keine Ahnung, schießt die Typen tot hier in dieser Cutscene. Keine Ahnung, da hat er irgendwie während der Fahrt versucht, die Typen zu erschießen und der Spieler, der hat nichts gedrückt. Der hat gar nichts gedrückt. Die Typen sind trotzdem gestorben. Und das bin ich irgendwie nicht so advanced. Also, ja, das hat man davon, wenn man irgendwie in so kurzen Abspinden immer einen neuen Teil rausbringt. Kollege hat auch irgendwie sowas von Dingens, weiß ich nicht. Von Assassin's Creed behauptet er auch irgendwie, dass die an Qualität verlieren, weil die irgendwie so jedes halbe Jahr irgendwie ein neues Spiel rausbringen. Ich habe keine Ahnung davon, ich habe noch nie Assassin's Creed gezockt, deswegen weiß ich da nicht. Aber soll angeblich so sein. Ich weiß nicht, und der hat irgendwie jedes Assassin's Creed besessen und gespielt. Der wird ja schon ein bisschen mal da labert. So, hier haben wir jetzt ganz viele Themen hier in Sachen Videospiel durchgenommen, finde ich. Sehr gut. Ich sollte meinen Kanal auf was anderes personalisieren, sag ich mal. Nein. Ich kann mich nicht gedanklich auf so ein. Ich kann nicht so lange einen Gedanken festhalten. Das sind ganz viele Hammer. Ich habe auch einen Hammer. Ich meine Axt. Aua. Ey, ich wurde weggeschossen. So, wie sieht's denn aus? Ich richte mir hier so nach Dingens, nach Zellos. Der war, glaube ich, Level 58 oder 59. Ich glaube, alle auf. Ja, 59 und so müssten wir noch kriegen. Bisher müsste man nur so auf Level 59 kriegen. Also jeder sollte hier Level 59 sein. Okay. Dann gehen wir mal mit einer anstehenden Truppe, voll geheilt und alles hat drum und dran, all das gute Zeug, in den nächsten Kampf. Und hoffentlich werden wir dann auch gewinnen.
Was? Ach. Volt. Na, altes Haus. Wow. Okay, sehr gut. Wenn ich irgendwie gesehen habe, du im Ding zwar, aber anscheinend schon. Ja. Also nicht. Ich könnte offscreen irgendwie so alle auf Level 60 bringen, aber... Lass mal machen. Ich kann doch bisher dieses eine Erfahrungsding geben. Reliquie. Verstecke Scheren und Flüche während des Kampfes. Na komm. Weil sie ist ein bisschen hinterher, deswegen kann sie ruhig ein paar mehr Dings geben. Ach, wir können keine Dings einsetzen. Bam. Ja, meistens macht ihr sogar hier, ne? Also Rain irgendwie, die greift irgendwie am meisten an, habe ich so das Gefühl. Gefolgt von China. Gefolgt von mir, dann Colette. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Ich hoffe, jetzt bekommt aber auch nur sie irgendwie genug Erfahrungspunkte. So, hier ist der Speicherpunkt, ne? Deswegen halten wir uns mal hier auf. In der Nähe, meine ich. Und irgendwie so das Gefühl, wird immer noch nicht reichen. Na, Gegners. Du. Boah, mein Gott. Ist voll bedrohlich und monoton gedreht. Irgendwie furchteinflößend. Ja, war mal eine gute Diskussion hier so abgehalten. Also ich mit mir selber. Muss ja auch mal sein. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich Dinges mache? Okay. Ich wollte eigentlich Dings machen. Das hätte man noch nicht. Hat umgestellt. Ah. Ja, komm, töte. Platz her. Sehr schön. Ich weiß nicht, ich glaube, sie bekommt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Muss er ja, hoffentlich. Soll ich öfter einsetzen, das Ding. Und mein Gott, die haben gleich auch alle wieder ein Level Up. Leute hat gleich schon wieder ein Level Up. Regal hat ein Level Up gleich. Mich stört das voll, dass wir uns nirgendwo heilen können. Ich muss mal in den letzten Aufnahmen irgendwo gucken, ob wir uns doch irgendwie heilen konnten, weil ich meine, da war doch irgendwas. Aber ich bin mir zum ersten Mal in meinem ganzen Leben nicht sicher. Oh Gott. Ah ja, zum Glück. Au, au. Hoffentlich kann ich dann auch bisher so ein bisschen aufholen lassen. Darf ich auch mal angreifen? Danke. Jedes Mal von irgendwo kriege ich was auf der Fresse. Dass die letzte Folge nicht schon gereicht. Sag mal. Wir sind nur andere, ihr könnt auch auf andere Leute schießen, ne? Nicht nur auf mich. Seht ihr diesen Hammer, der ist riesig. Das ist doch ein Hammer, oder? Sieht aus wie ein Hammer. Sieht aus wie eine Hammer-Sichel. Eine Sense. Und eine Axt. Das ist eine Saxte. Ja. Das ist es. Was ist denn hier noch? Ja, auch schon mal. Jetzt nicht, sag nicht, ich finde ja irgendwas, wo wir noch nicht waren. War ja richtig schön. Mit schön mal nicht scheiße. Da. Ja. Bams. Los, hau sie mit deiner Saxte weg. Das war nicht schlecht, jo. Ja, mal kriegen wir hier noch zum Level Up und wir sind hier wieder. Wie zum Teufel? In dem Weg muss ich mir merken. Und sollte mein Part gleich beenden. War schon wieder eine halbe Stunde. Ich habe die Mädels öfter gescheut als die Jungs. Warum auch nicht? Meistens überzeugen mich die weiblichen Charakter sowieso mehr in einigen Spielen. Tales of Graces F, Lieblingscharakter Pascal. Tales of Zilla, Lieblingscharakter Elise. Tales of the Abyss, okay, Lieblingscharakter Jade. Aber der ist auch episch. Weiß ich nicht, hier wahrscheinlich Colette, Presea. Bei den Jungs kann ich irgendwie, das heißt ja nicht leiden, aber keine Ahnung, ich mag die Mädels hier lieber.
Ja, Colette und Corsair, würde ich sagen. Mein Lieblingscharakter bis jetzt. Zeus ist auch manchmal witzig. Finde ich. Obwohl, Kratos ist auch cool. Und sonst weiß ich nicht. Weiß, wer noch hier auftaucht. Meistens mag ich auch irgendwie in vielen Sachen die Bösewichte lieber. Weil Tales of ist das, glaube ich, auch so ein bisschen. Jetzt würde ich gerne den Weg nach Hause finden. Also nach Hause ist gut, ne? Aber ich habe mich schon wieder verirrt. Ich muss ja doch einfach nur da runter. Ey. Ja, meistens in Animes ist es auf jeden Fall so, dass ich immer so Lieblingscharaktere unter den Bösewichten habe. Was voll scheiße ist, weil die immer irgendwann sterben. Das ist voll zum Kotzen. Keine Ahnung, hier so ein paar größere Beispiele jetzt nennen wir von Naruto zum Beispiel. Mein Lieblingscharakter ist Pain. Und ja, so ein Dreck. Und ich meine nicht Nagato, ich meine Pain, diesen Tendo Pain hier, der gleich so wie Naruto hat. Keine Ahnung, den fand ich irgendwie am coolsten und der, ja, ist natürlich tot. Spoiler übrigens. Ja, aber das ist ja schon alt. Mittlerweile, das ist ja schon mittlerweile vorbei, die Serie. Manga. Patents auf der bis weit aus. Sync war mein Lieblingscharakter. Zusammen mit Jade. Aber ja. Verdammt, Spoiler. Nein. Aber Bösewicht ist es doch jetzt nicht so. Wenn ich schon Bösewicht sage, dann ist das ein bisschen offensichtlich, dass diese Leute irgendwann sterben, weil sie böse sind halt. Diese Böse. Das Böse. Im Busch. So, und jetzt zum Speicherpunkt. Ganz schnell. Ganz schnell. In Zicke-Zacke. Ich bin ja, glaube ich, immer noch falsch. Nein! Zack. Nee, ich flüchte jetzt. Tschüss. Warte mal, war doch einfach nur. Geh weg. Geh weg. Der war schneller als wir. Was zum Teufel? Au. Hier war das doch, ne? Boah, jetzt finde ich schon wieder das. Boah, ich mag es. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, ne? Mann, das ist doch einfach nicht wahr. Und ja, irgendwie kam das, glaube ich, nicht so gut rüber, als ich diesen einen Ort nicht so gut fand mit den Wirbelsturm-Pflanzen-Dingern, die einen durch die Gegend gepustet haben. Habe ich, glaube ich, in Rage irgendwie so gesagt. Ich soweit nicht mag, wenn die Rätsel so merkwürdig sind, aber ich glaube, das lag irgendwie mehr so daran, dass ich mich dauernd verirrt habe und so was kann ich bis auf den Tod nicht ausstehen, ne? So, dann, also nicht, tun wir das hier wegmachen. Dann versuchen wir in der nächsten Folge nochmal, das hat so ausgesehen, ne? Ja. Aber so viele sind kurz vor mir ab, verdammt. Dann würden wir in der nächsten Folge mal, wie war, warte mal, welches Level war ich damit, Leute? Level 59. Jetzt bist du Level 62 oder 61. Ja, 61. Und ja, zwei Level sind wir jetzt stärker mit allen, glaube ich. Also hoffentlich. Und noch mit einem vernünftigen Trupp werden wir gegen Yggdrasil gewinnen. Hoffentlich. Na gut, dann war es das mit der Trainingssession und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!